Dank für die 1000 Daumen und für deine Unterstützung. Nabendrache, Silver Stage. Gerade noch während das Intro läuft. Ihr wisst doch, dass ich dem ersten Lied über nichts sage. Eigentlich solltet ihr das zumindest.
du es gesehen hast, Dario, weiß ich. Aber die anderen offensichtlich nicht. So, damit erstmal ein herzliches Willkommen beim Drachen und wir machen gleich weiter mit dem Hildebrand-Lied. Oder Hildebrands Lied. Das machen wir dann lauter. Und ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start in die Woche. Hoffentlich war der besser als meiner. Danke auch für die ganzen Likes und Barren übrigens. So, was war bei dir, Drache? Bei mir war gar nichts. Ich habe nur einen schlechten Start gehabt, aber das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ja, alles bestens bei bis jetzt. Na, das ist doch immerhin was. Was ist für eine Band? Das ist Manier. Das ist die. Nee, Menier, Entschuldigung, nicht Manier, Menier. Also M-E-N-H-I-R. Menier. Und das Lied ist Hildebrands Lied. Und wenn ich das richtig raushöre. Diese Nachrichten. Und wenn ich das richtig raushöre, ist das Nordisch. Also sprachlich. So, was war denn los, Drache? Nichts. Ich hatte einfach einen schlechten Tag. Ich habe nichts von dem geschafft, was ich schaffen wollte. Ich habe eigentlich nur eine Folge Mist aufnehmen wollen. Ich habe jetzt, was soll ich dazu sagen? Ich habe ja jetzt seit ein paar Tagen meinen Rechner endlich geschafft zu formatieren alles. Und habe jetzt die zwei Festplatten, die drin sind, also die SSD und die normale, die sind so eingestellt, dass ich jetzt mein ganzes Programmzeug immer noch alle, ich habe noch alles inklusive der Windows-Dateien auf der alten Festplatte. Also die ist nicht formatiert. Und die neue läuft jetzt gerade mit Windows. Steam brauchte ich nicht zu installieren, also ich hatte alle meine Spiele, alle meine Speicher, alles. Beziehungsweise, nee, nicht ganz, ich habe mir einen Kumpel hat mir geholfen, weil ich hatte nämlich meine Mist-Speicherdaten auf der alten. Und ich musste es aber auf die neue ziehen, damit es funktioniert hat, damit ich den Speicher hatte. So. Mein Hauptproblem war jetzt, dass ich. Ich weiß nicht, interessiere ich das überhaupt? Das ist jetzt ein Haufen technisches Gelaber. Ja, ich will euch nicht damit langweilen. Es lief letzten Endes darauf hinaus, dass ich keinerlei. Es liegt darauf hinaus, dass ich kein Entrauschungsprogramm für meine Bearbeitung hatte, was ich zwar eigentlich installiert habe, aber irgendwie nicht nutzen kann. Da muss ich mich heute nochmal dran setzen, heute Abend. Es lief darauf hinaus, dass ich nur zwei Parts aufnehmen konnte von Mist Survival, weil ich keine Zeit hatte. Und dann ist aber das, was passieren sollte, eigentlich auch nicht passiert, nämlich, dass ich mich ans Buch setze. Ich habe am Buch dann ein Kapitel, warte, ich kann nachschauen, ich habe es noch offen. Ich habe von Kapitel. Okay. Moment. Okay, ich habe doch mehr geschafft, als ich gedacht habe. Krass. Ich habe bei Kapitel 13. Also Kapitel 10 war ja. Ihr wisst ja, es ist von Kapitel 1 bis 10 bereits fertig, das Buch. Also so größtenteils. Und ich habe Kapitel. Und ich habe Kapitel 10. Also ich habe Kapitel 10. Nee, 12. Bis 12 ist alles fertig. Ich habe bis Kapitel 12. Und dann wäre es mit 10 weitergegangen, weil die Nummerierung falsch ist, weil ich schon was nachgeschrieben habe. Also habe ich jetzt Kapitel 10 heute auf 13 umgeändert und habe angefangen zu schreiben. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass ich bloß so anderthalb Seiten oder was geschafft habe, oder überhaupt, wenn überhaupt eine Seite. Habe aber gerade gesehen, ich bin tatsächlich auf 2,5 Seiten gekommen. Also doch weit mehr, als ich gedacht habe. Aber trotzdem, ich habe eigentlich gedacht, ich schaffe heute 3-4 Kapitel zu überarbeiten und eventuell nachzuschreiben. Und das habe ich aber nicht hingekriegt. Ein bisschen ärgerlich. Weil ich wollte eigentlich das Buch ja bis, habe ich euch ja schon mal gesagt, ich wollte das Buch eigentlich bis Ende der Woche fertig kriegen. Aber wenn es so weitergeht, hört sich doch gut an. Nee, ich bin viel zu langsam. Also ich wollte das Buch bis Ende der Woche soweit fertig kriegen,
Also nicht verlagsfertig, sondern erstmal so weit fertig, wie ich das mir vorstelle. Und dann nochmal alles durchgehen in Ruhe die nächsten Wochen und schauen, ob alles so passt, wie ich will. Also für mich heißt es fertig, ich wollte so weit, wo ich jetzt das komplette Buch geschrieben habe bisher, vom ersten bis zum letzten Kapitel nochmal alles überarbeiten. Das Vorwort habe ich schon geschrieben, die Kapitel habe ich bis zum Kapitel 12 schon fertig bearbeitet. Kapitel 13 wird das nächste. Ich habe momentan 33, 34 Kapitel. Also würde ich die quasi auch noch alle nacharbeiten. Und da hänge ich eben im Moment eben ein bisschen fest. Aber meine Muse fehlt momentan eben ein bisschen. Schade, dass deine Krone... Was? Schade, dass deine Krone weg ist, offiziell Hagen. Officer Hagen. Officer Hagen? Was laufe ich für einen Schwachsinn? Hagen hat drei Kronen. Servus Hagen übrigens. Oh, was zur Hölle? Stay Banatic, Dankeschön für 13.000 Likes. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ist aber jetzt nicht die echte Banatic, oder? Bist du wieder da, oder was? Kannst du mal bitte den Namen der Band tippen? Habe ich dir doch schon gesagt. M-E-N-H-I-R. Menier. Hier, bitteschön. Doch, weißt du auch. Was? Woher soll ich das bitte wissen? Hast du schon geschrieben, oder was? Ich habe doch gerade auf mein Tablet geschaut, hab doch nicht drauf aufgepasst. Ist es die Wahrheit Banatic oder was ist es die wahre Banatic oder Fake? Was kann nur Banatic wissen? Alles was im Stream gelaufen ist, weiß auch jeder. Schätze ich zumindest mal. Jo, danke. Stephanie wurde dein Account gehackt, fragt die Gladiatoria, Dario. Also ich weiß nur, dass der Account von Banatic irgendwann weg war. Ich hatte eigentlich gedacht, du hast dich gelöscht vielleicht. So, sag bitte, dass ich echt bin. Was soll ich das wissen? Ist ja nicht so, dass wir Kontakt haben privat, oder? So, Franz M., Dankeschön. Oh Mann, Drache. Okay, pass auf. Soll ich jetzt alles sagen, oder was? Wie geil es letzte Nacht mit dir war, wie geil du in der Kiste bist. Dir ist schon klar, wenn ich sowas erzählen würde, dass du dann hinterher nur gehatet werden würdest, wenn die Leute rausfinden, wer du bist und was weiß ich. Meinst du, ich würde irgendjemandem sowas antun? Woher soll ich das wissen, bitte? Ich pflege keinen privaten Kontakt zu meinen Zuschauern, das wisst ihr alle. So, 76, Dankeschön für 50 Barren. Man weiß ja leider nie, was dahinter steckt, aber man kann nur hoffen, dass es die echte ist. Solange es sich normal verhält wie alle anderen. Sag, dass ich echt bin. Ich gehe davon aus, dass du echt bist, aber ich weiß es ja nicht. Sag halt, was ist denn da mit deinem Account passiert? Ist der Account gelöscht worden oder was war denn los? Oder hat es einfach meine Auszeit gebraucht? Ich weiß es ja nicht. Woher soll ich das wissen? Ich meine, soll ich das riechen oder was? So, die nächste Band. Wartet mal. Nee, Frauen hören wir uns nichts an. Bei Jötunheim? Hören wir uns Jötunheim an? Von Black Messiah oder... Black Messiah. Ach komm, wir hören jetzt Enziferum an. In thy sword I trust. Geiler Song. Weil ich es dir vorhin geschrieben habe.
Ich hab doch schon gesagt, dass ich vorhin in dem Tablet geschaut habe. Ich hab hier das Tablet vor mir liegen. Muss die Zeit nun zeigen. Was? Muss die Zeit nun zeigen. Stimmt. Ich gehe schon davon aus, dass es die echte ist. Was von Immortal wäre geil? Immortal spiele ich dir auch noch. Das ist ein geiles Emoji. Was soll denn das darstellen? Ist das der Männer, was die Arme hebt? Sieht so merkwürdig aus. Die Färbung ist so geil. Was von Immortal wäre geil? Hatten wir schon? Ja. Boah, ich bin zur Zeit nur am Süffeln, ey. Ohne Scheiß. Oder etwas von das Ich wäre cool zu hören. Das Ich habe ich ewig nicht gehört. Also ich spiel erstmal Immortal danach, irgendwann. Warte mal, was habe ich hier alles? Ich habe hier Black Messiah. Ich habe halt eine Playlist gerade an. Ich habe hier Black Messiah. Obscurity habe ich auch noch da. Obscurity habe ich noch da. Equilibrium habe ich noch da. Nochmal Obscurity. Obscurity. Jetzt will mir das blöde Candy Crush nerven. Tourists habe ich noch da. Amon natürlich. Finster Force, richtig geile Band. Nochmal Amon, Black Messiah. Das ist alles, fast alles Black Messiah. Alstorm habe ich noch da. Keyload. Richtig geiler Pirate Metal. So. Oder etwas von das ich. Hab man schon gehabt? Das ist eine geile Figur. Was ist denn das für eine geile Figur, Alter? Habe die Halloween. Was? Habe die Halloween-Dekoration gar nicht mehr gesehen. Ich kann jetzt das Licht nicht anmachen, weil hinter euch die Ding an ist. Aber die ist noch da. Das Licht kann ich anmachen. Auf lautlos. So, vielen Dank fürs Abonnieren und willkommen bei den Drachis. Super, so ist besser. Drache, hast du schon in Halloween geschaut? Nein, habe ich noch nicht. Ich muss aber auch sagen, ich bin. Michael Myers ist geil, ja? Lässt sich nicht drüber streiten. Michael Myers, wie heißen sie alle? Michael Myers, Jason, Freddy, sind alles saugeil. Aber ich habe in den letzten Jahren nicht mehr so viel Interesse an. Alexa, zeig mir die Einfahrt. Alexa, zeig mir die Einfahrt. Ich habe in den letzten Jahren nicht mehr so viel Interesse an den. An Horrorfilmen. Um ehrlich zu sein, umso älter ich werde, umso weniger Interesse habe ich. So. Pinehead oder Hellraiser ist eigentlich der coolste. Die coolsten sind immer noch Amon und Equilibrium und Enziferum und Heidenvolk und Hidden Foray und Bifrost. Wenn ich so weitermache, ich könnte noch länger weitermachen, aber ich lasse es mal. Achso, okay. Ich zünde mir jetzt eine an. Cheers. Alles klar, hau rein. Cheers.
Black Messiah. Obwohl. Windjammer wäre schon geil. Von Black Messiah. Nee. Wartet mal. Okay, wir sind jetzt bei Old Gods. Und ich. Wirtshaus Gaudi? Nee, ist mir jetzt zu auf. Ist mir jetzt zu auf, denke ich. Pagan Winde. Man kann sagen, was man will, aber Black Messiah hat gute Lieder gehabt. Hören wir uns mal bitte. Was hören wir uns Obscuria an? Bergischer Hammer. Obscurity, Entschuldigung. Die ist auch so geil, die Band. Mega. Diese Riffs, ey. Na ja, gut, was heißt Riffs? Das sind eigentlich gerade Hammer-Ons. Geil, ey. Eigentlich sind es nur Anschläge. Ist ja auch egal. Hammer-Ons ist wieder was anderes. Hört sich gut an. Ja, ey, ohne Scheiß. Obscurity ist geil. Von Metal über Phil Vollins. Phil Vollins. Was? Was ist denn Phil Vollins? Kann sein, dass du Phil Collins meinst? Kann man K mit V verwechseln auf der Tastatur? Ein bisschen weit auseinander, oder? Für einen Tippfehler. Stoner Rock. Ich höre alles. Also ich höre auch ganz gerne mal Stoner Rock, wobei es nicht ganz so meins ist. Aber da gibt es auch gute Bands. Wie kann man sich bei Phil Collins mit einem V mit einem K verwechseln? Ich würde es verstehen, wenn es ein L oder ein J gewesen wäre. Oder von mir aus eventuell auch noch ein I, M, N, O oder U. Aber ein V? Oder ein C vor allem. Stimmt, der wird mit C geschrieben, Entschuldigung. Oh, mein Fehler. Entschuldigung. Ich habe jetzt auf K, Collins. Vergesst es. Mein Fehler. Bleib cool. Glaub mir, wenn ich nicht mehr cool bleiben würde, würde es jetzt an meiner Stimmlage hören. Dann würde ich mich ungefähr so anhören wie Sau. Das Spiel. Was? Dann spiel mir lieber den Redstone Capture Unstealth Immortal. Was? Das ist ein Song von Immortal oder was?
Ja. Es ist zwar. Es ist zwar ein merkwürdiger Stilwechsel von Stoner auf von Black auf Stoner, aber okay. Ich hätte jetzt aber Immortal eigentlich schon gehabt, eigentlich. Ich sag dir was, ich spiele beides, was soll's. Eigentlich auch egal. Ich wollte eh ein bisschen im Metal und Rock heute bleiben. Ich gebe Immortal an. Das erste, was kommt, ist mal Immortal, alles klar. Evanescence ist aber nicht ganz Immortal. Glaube ich jedenfalls. So, eventuell habe ich irgendwo mal gehört. Ach Mann. Schon im Mendelser Stilwechsel eigentlich. Aber okay. Du bist ja echt knuffig. Was? Ich bin knuffig? Och Mann, ey. Das Letzte, was ein Kerl hören will, ist, dass er knuffig ist. Hörst du auch Symphonic Metal oder ist dir das zu sanft? Ich höre alles. Alles. Und wenn ich alles meine, meine ich alles. Ich höre vom brutalsten, brutalsten, gigantischsten, heftigsten Metal, die du dir vorstellen kannst, bis hin zum sanftesten, was ist denn die sanfteste Musik, die es gibt? Soul? Jazz? Bis zum sanftesten, melodischsten, weichesten Soul und Jazz, den du dir vorstellen kannst, höre ich alles. Es gibt nur Bands, die ich nicht mag oder Lieder, die ich nicht mag. Aber davon abgesehen finde ich eigentlich alles geil an Musik. Es gibt für mich keine Grenzen bei Musik. Musik ist generell etwas, was eigentlich keine Grenzen geben sollte. Musik ist eines der wenigen Sachen auf der Welt, wo es keine Grenzen geben sollte. Da ist nach oben und nach unten immer Luft. Nach unten ist quasi der Metal. Nur nicht im Sinne von schlecht, sondern im Sinne von heftig, dunkel, düster. Wir Metaler, wir hocken lieber ein bisschen weiter unten, anstatt da oben, weil da unten ist schön warm und da gibt es gute Musik. Anstatt da oben, wo es bloß mit ihrer Harfe rumklimpern. Wobei ich natürlich auch gegen Harfenmusik nichts habe. Aber es gibt leider oben kein Bier. Wisst ihr, was ich meine? So. Teddybären sind knuffig, richtig. Und Kerle sind es nicht. Ich bin kein Teddybär. So. Schön dich wieder so. Was? Schön dich wieder zu lesen. Achso, Benedikt war damit gemeint. Und warum lachst du jetzt, Dario? Drache, kommt eigentlich noch Little Nightmare auf deinem Gaming-Channel? Weiß ich nicht. Eigentlich habe ich es nicht vor, weiter zu spielen. Das war, wie gesagt, so angespielt. Das habe ich aber, glaube ich, seit der ersten Folge gesagt. Aber ich werde es vielleicht so machen, dass ich eine letzte Folge mache und nochmal versuche, ein bisschen weiterzukommen. Und dann halt sage, ja, passt auf, ja, wir zocken jetzt hier erstmal nicht weiter. Es war ja kein Let's Play in dem Sinne. Es sollte ja nur ein Wochenendprojekt sein. So fürs Halloween. Aber ob da noch was kommt, vielleicht am Wochenende noch eine Folge, am Freitag oder so. Aber Halloween endet ja jetzt schon am Mittwoch. Beziehungsweise Halloween ist am Mittwoch und damit endet ja schon der Oktober. Der nächste Woche, also beziehungsweise Donnerstag ist ja schon neuer Monat. Ne? Fängt ja wieder mitten in der Woche an. Irgendwie habe ich gerade so ein ganz merkwürdiges Gefühl, so im Sinne von, warum kann jetzt der neue Monat nicht am Montag anfangen? Kennt ihr das? Das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. So, also quasi, warum kann sich der Monat jetzt nicht an die Wochentage halten? Und dann könnt ihr doch eigentlich am Montag anfangen. Würde doch am Montag gut passen, könnte am Montag ganz normal den neuen Monat weitergehen. Irgendwie finde ich das unrealistisch, gerade dass das mitten in der Woche ist. Aber irgendwie ist es ja normal, keine Ahnung. Ganz merkwürdig bin ich heute. Ganz merkwürdig. Was ist mit den Ford? Läuft der schon? Was für ein Ford? Drache, du siehst aber aus wie ein Knuddelbär. Ich bin kein Knuddelbär, verfluchte Scheiße. Ich bin der härteste, brutalste, brutal Death Metaler, den du jemals auf der Welt gesehen hast. Ich habe vielleicht ein weiches Aussehen, aber ich bin trotzdem umso härter. Ford Raptor. Ja, hast du mal 35, 38.000 auf der hohen Kante? Kannst du mir geben, kannst du mal kaufen. Garantiert. Nee, erst einmal kaufe ich mir ein normales Auto wieder. Und so wie ihr den Monat zugelangt habt und mich unterstützt habt, ich merke gerade, dass Benedikt 5.000 Mal ausgehört. Was?
What the hell? Da komme ich aber spät drauf. Ich bin heute irgendwie neben der Spur. Ich sage dir, heute ist irgendwie ein merkwürdiger Tag. Also nochmal vielen lieben Dank an Stay Benetic. So, Stichwort Knuddelig. Wo ist Schanzi? Das ist ein gutes Stichwort mit Schanzi. Schanzi sitzt wie immer auf dem Fensterbrett und hält während meines Streams Wache, ob da irgendwelche Idioten rumeiern. Um sich dann auf sie zu stürzen mit blutigen Hufen und schwingendem Schweif. Ich sag bewusst Schweif, weil das andere Wort wäre irgendwie merkwürdig, wenn da mit schwingendem... Vergesst es. Jedenfalls wartet es schon mit so einem Messer und mit einer AK-64. Nee, AK-65. Mit einer AK darauf, sich auf den nächsten Hater zu stürzen. So, harte Schale, weicher Kern. Ist... Was? Kern, das ist männlich. Ja, nur dass ich weiche Schale und harter Kern habe. So, Tuvu, Dankeschön. Für die 500 Dollar. Ich meine, schau mal mich an, hä? Wackel, wackel, wackel. Wo bitte bin ich bitte hart? AK-47. Dankeschön. Übrigens, eine meiner Lieblingswaffen. In Videospielen oft. Nicht nur, aber ich mag die irgendwie nur wegen dem Namen und wegen dem Aussehen. Nicht nur die Schale ist hart. Ja, bei mir ist die Schale eben nicht hart. Bei mir ist der Kern hart. Ich meine, wie schon gesagt, wackel, 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 wackel. Wo ist es bitte hart? Arch Enemy, geiles Lied, geile Band, aber nein, diesmal nicht. Wir hören uns dieses Mal Stoner Rock an. Stoner Rock war es, glaube ich, ne? Wurde drum gebeten, also machen wir das. Ist zwar ein komplett klarer Stilwechsel von Black Metal zu Stoner Rock, aber okay. Nicht nur die hatten wir schon. What? Arch Enemy ist doch mega. Ja, aber es wurde sich gewünscht, also wird sich gewünscht. Punkt. Stoner Rock aus Hessen. Na dann, schöne Grüße nach Hessen. Mega in Hollywood. Was? Halloween. Morgen ist Halloween. Achso, was? Morgen? Bist du besoffen oder was? Morgen ist nicht Halloween, übermorgen ist Halloween. Halloween ist am 31. Leute. Oder spinne ich jetzt? Wann ist Halloween? 31. ist Halloween! Schweine! Verwirrt mich nicht! 31. ist es, ist übermorgen. Am Mittwoch. Übermorgen, am 31. immer schon am letzten Tag im Oktober. Gehst du noch auf Live-Konzerte dieses Jahr? Das Jahr ist noch lang, ich weiß es nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich es euch nicht sagen. Magst du Ofenkäse? Habe vorhin einen gegessen. Ich habe mal eine Zeit lang gegessen, aber ich bin jetzt nicht mehr so drauf momentan. Ja, am 31. Verwirrt mich nicht, Leute. Ja, übermorgen. Du kannst sensible... Was? Du bist sensibel, deswegen... Bist du knuffig? Eine Knaller. Ein Knallerkerl. Ihr seht es wahrscheinlich gar nicht, weil ich das Licht aus habe, aber ich mache meinen typischen Blick. Hä? Musst du mir die Augen wimpe? Blinke, wie auch immer. Ja doch, ich glaube, man sieht es ein bisschen. Was? Bin ich ein Knaller? Bist auch so ein Knaller, ey. Ich bin männlich. Zuweisen, wenn ich das nur noch so männlich. Meine Lieblingswaffe ist die Farmers. Kenn ich nicht. Ich stehe auf Schwerter. Ist mir zu anstrengend, auf Dauer mit der Stimme zu reden. Du Wahnsinniger, was übermorgen ist noch, Halloween. Du Wahnsinniger! Du Verrückter! Was? Schichtdienst hatte mich auf HDL gefreut. HDL? Was? HDL, hab dich lieb? Was? Worauf hast du dich gefreut?
What the hell? Lauter Verrückte hier. Redstone Soul, auch geile Band. Bleiben wir mal in dem Bereich, oder? Eigentlich müsste ich dringend kacken gehen. Ich glaube, das habe ich laut gesagt, oder? Entschuldigung. Du stehst also auf Schwerter. Ja, und zwar im doppelten Sinne, wenn du das schon so sagst. Ich bin aber nicht nur auf Schwerter. Ich stehe auch auf Scheiden. Also Schwertscheiden, ne? Versteht sich. So, Rage William, dankeschön. So, wie spät ist es? Es ist Längszeit fürs Klo. Nee, es ist 19.44 Uhr. Warum schaue ich da hin? Da habe ich auch eine Uhr. Mensch. Sonne auf Sperre. Was? Sonne auf Sperre. Bist du witzig, Flo? Oh je, der Drache wieder. Ja, ich muss echt dringend. So, ich habe ein Schwert. Ich habe auch ein Schwert. Na, so ist es nicht. Wie gesagt, ich stehe auf Schwerter. Noch einmal, ich sage es immer wieder, aber noch einmal Dankeschön für dieses geile Samurai-Schwert, was ich zum Geburtstag gekriegt habe. Ich habe ein Schwert, was ist nicht sehr lang, aber dafür sehr dünn. Was? Das will ich gar nicht so genau wissen, glaube ich. Was? Solange du nur das Schwert im Stream zeigst, ich kann das andere Schwert schon auch zeigen, aber das muss ich dann zensieren. Ne? Jugendliche und so. Ganz ehrlich, soll ich den Stream beenden und nachher nochmal streamen oder soll ich schnell auf Klo gehen? Ich würde euch die Musik halt anlassen und mich beeilen. Ich muss nämlich echt dringend. Normalerweise habe ich damit kein Problem. Aber heute irgendwie. Bleib offen. Beende lieber. Na, wenn ich ins Bad gehe, hört ihr das nicht, weil ich mache die Tür zu. Beeil dich. Geh schnell. Stream an. Alles klar, ich geh mal schnell. Weil ich muss. Normalerweise habe ich kein Problem damit, zu warten bis nach dem Stream. Aber heute irgendwie. Ah. Zu spät. Nee, Quatsch. Bis gleich, Leute. Genießt die Mucke. Yeah.
thousand nights upon you, in a thousand ways to lose. Why can't you just believe me when I tell you the truth? I've got to bite my tongue, but I keep breaking my tooth.
länger. Ich habe eigentlich, ich war eigentlich sogar schnell. Wir haben alles gehört. Ihr habt überhaupt nichts gehört. Ihr konntet gar nichts hören, weil es gar nichts zu hören gab. Mal abgesehen davon, dass eh Musik gelaufen ist. Oder meint ihr, das habt ihr gehört? Selbst einmal abonniert, habe ich gesehen. Dankeschön. Tablet ist praktisch. Ich war so ein Stream. Ja, ja. Nee, tut mir ernsthaft leid, Leute. Nee, ich tut mir echt leid. Normalerweise mache ich sowas natürlich nicht. Normalerweise mache ich das vor oder nach dem Stream. Aber irgendwie ging es mir heute nicht so gut. Ich habe ja schon gesagt, heute ist ein beschissener Tag gewesen. Ja. Die Cam hat sogar gewackelt. Kann sie gar nicht. Entschuldigung, angenommen. Kann gar nicht gewackelt haben. Aber ihr habt eine gute Musik gelaufen gehabt. Reapers. 10 Watt Reapers. Ich möchte eigentlich, wenn es geht, ganz gerne zurück zu Ding gehen. Tourist, das würde ich ganz gerne hören. Stand up and fight! Also so heißt der Song. Nee, irgendwie geht es mir zurzeit echt nicht gut. Ich weiß nicht, was es ist. Kannst du noch mal zum kannst du noch mal von Cindy Recon Black Crow in Thompson spielen? Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was das ist. Eigentlich würde ich ganz gerne meine Playlist da weiterlaufen lassen. Ich würde mich lieber ein bisschen mit euch unterhalten, wenn ich ehrlich bin. Kannst du... kennst du Kleid aus Rosen? Kleid aus Rosen kenne ich, ja. Schon, dass ich das nicht mehr gehört. Ich habe das sogar schon öfter im Stream gespielt. Alexa, zeig mir die Einfahrt. Ich habe Kleid aus Rosen sogar schon öfter aus dem Stream gespielt, weil es eines meiner Lieblingslieder ist. Sadie Krikorn, kennst du doch noch? Was? Wieso noch? Sollte ich die jemals gekannt haben? Name sagt mir gar nichts. Hey Rainer, alles fit? Ja, es geht. Oh Mann, ich verpasse... Was? Oh, muss ich verpasst haben. Was? Ja, es kann sein. Ich habe es auch schon bestimmt ein halbes Jahr lang nicht mehr gespielt. Aber ich habe in den letzten Monaten auch mehr Hip-Hop, Techno, Pop und so gespielt in meinen Streams und Elektro vor allem und Basslieder. Seit ich meinen Verstärker habe vor allem. Wie geht's deinem Fuß? Meinem Fuß geht's ganz gut eigentlich. Ich habe eine fette Glasscherbe drinnen, aber wird schon. Die Eile draus. Tritt sich fest! Du kannst Syndicon nicht. Hast doch letztens erst King gespielt. Ach so, ich kenne das Lied King, aber die Band kenne ich nicht. Gespielt hier. Ja, nur weil ich ein Lied spiele, heißt es nicht, dass ich die Band kenne. Also ich kenne das Lied King, kenne ich, ja. Aber die Band kenne ich nicht. Ich kenne vermutlich mehr Lieder von denen, aber ich kenne halt nur die Band nicht. Ich kenne nicht jede Band, die ich gehört habe in meinem Leben. Und das Lied King kenne ich, weil es im Brutal Legend dabei ist. Steckt da echt noch ein Scherbe drin? Ja, die Eile raus. Glas ist schlecht im Fuß. Das muss da raus. Na, das wird schon. Tritt sich fest. Bianca, danke für die Rose. Ach so, naja, weil Sadie Kern recht
bekannt sind und sehr Mainstream ist. Na, vermutlich kennst du deswegen nicht. Habe gedacht, du kennst die Band auch. Ich kenne viele Bands, die nicht gerade die gerade mehr Underground sind. Wobei das nicht auf alle Bands zutrifft, die ich höre, klar. Aber Metal kenne ich mehr wegen unbekannterer Sachen. Rainer, da muss etwas mehr auf dem musst etwas mehr auf deine Gesundheit achten. Warum denn? Wenn ich weg bin, bin ich weg. Vielleicht ist die nächste Welt ein bisschen freundlicher zu mir. Pass bitte auf, Drache. Das ist nicht ungefährlich. Ah! Blödsinn, die Eier raus. Was ist nicht lustig? Das meinte ich ernst. Die musst du dir rausholen. Alk drauf und rausschneiden. Wie gesagt, die Eider draus. Wenn es überhaupt eine Scherbe ist, ich weiß es nicht, ob es eine Scherbe ist. Es kann auch sein, dass es bloß ein kleiner Donner oder irgendwas ist. Oder gar nichts. Und es ist einfach bloß, ich habe mich geschnitten. Ist doch egal. Wird schon wieder. Mach mir mal um mein Leben keine Sorgen. Das wird schon. Was kennst du denn so für Underground-Bands? Bin immer auf der Suche nach was Neuem. Man sollte dazu sagen, dass ich jetzt natürlich seit Jahren kaum noch Metal höre, beziehungsweise kaum noch Metal aktiv verfolge. Deswegen sind meine Underground-Bands vielleicht schon bekannter geworden mittlerweile. Eine ziemlich gute Underground-Band habe ich schon im Stream öfter gespielt, und zwar Nightmare. Das ist eine Power-Speed-Metal-Band. Die ist ziemlich geil. Was aber auch ziemlich geil ist, ist zum Beispiel hier Heidefolk, aber ich glaube, die Band ist ein bisschen bekannter. Mittlerweile. Damals war die richtig underground, kannten die mehr oder weniger nur die Pagan-Mettler. Zu früh. Magistralis. Nee, ich möchte keine Haustiere. Und nein, ich habe auch keins aktuell. Jo, Heidefolk spielen ja auch schon überall, wo geht. Echt? Sind die so bekannt geworden mittlerweile? Ansonsten halt Nightmare auf jeden Fall. Die werden alle schon bekannter sein, denke ich. Wobei Nightmare war ziemlich lange eine sehr, sehr unbekannte Band. Ach komm, lass mich doch mal mit der scheiß Glasscheibe in Ruhe, Leute. Ich bin 29 Jahre alt. Ich werde wohl wissen, wie ich mit meinem Körper umzugehen habe. Meine Güte. Alter, ohne Scheiß. Muss ich es euch jetzt schriftlich geben, dass ihr euch damit keine Sorgen machen müsst? Meine Fresse nochmal. Also langsam reicht's aber. Imperion kenne ich. Death Rider habe ich auch schon was gehört, und die beiden anderen kenne ich gar nicht. Aber Imperion habe ich auch früher schon gehört, einmal. Zeitlang. Also, ich weiß gar nicht, wann das war. Sei doch froh. Nein, ich bin nicht froh, weil ich muss es immer 50 Mal sagen, alles, bis es auch der Letzte begriffen hat, Leute. Ich habe euch jetzt mehr als einmal gesagt, ihr braucht euch darüber keine Sorgen machen. Es ist mein Körper, ich bin 29 Jahre alt und ich weiß, was ich mache. Ihr könnt mich belehren, wenn ich 10 wäre oder 12, aber ich bin 29. Ich bin alt genug, um auf mich aufzupassen. Implore und nicht Imperion. Oh, Implore kenne ich nicht, Entschuldigung. Hab mich verlesen, schatz ich. Nee, also Imperion kenne ich, aber Implore kenne ich nicht. Imperion kenne ich aber auch nur vom Namen.
schon zu lange nicht mehr auf Tour. Megales, Abivales. Hip Hop United, danke schon für die 50 Barren. Ja, auf jeden Fall ist die Band richtig geil. Ich habe noch eine Band, aber ich glaube, die ist mittlerweile auch bekannt. Debauchery. Band Debauchery. Willst du mich verarschen? Band Debauchery. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, Alter? Manchmal, könnte ich mich echt am liebsten abmurksen, ey. Was ist denn das wieder für eine Scheiße hier? Debauchery will ich wissen. Hä? Okay, ich bin zu blöd, um Debauchery zu schreiben. Ja, gut, scheiß drauf, was anderes. Komm, wir haben immer noch Halloween, spielen wir eine Band, die richtig geil ist. Und zwar Halloween! Würdest du empfehlen, ein Echo zu kaufen? Die Technik ist schon recht weit eigentlich, aber ich finde, die können halt noch besser entwickelt. Also wenn du dir ein Echo holen willst, versuch's mal mit einer neueren Variante. Es gibt mittlerweile schon Echo 2.0 so ungefähr. Die neueren Generationen, versuch die lieber. Ich glaube, die sind schon ein bisschen besser. Die aktuelle hat noch ziemliche Macken. Gelegentlich mal. So versteht's ja ein Mann, wenn zum Beispiel nicht, oder reagiert auf den Namen nicht. Du musst zum Beispiel meistens zweimal oder dreimal den Namen sagen, damit sie reagiert. Ich glaube, das dauert noch so 5 Jahre. Oh. Beim aktuellen Stand der Technik könnte das auch schneller gehen. Was? Okay, danke für die Meinung. Also es lohnt sich schon, die zu kaufen, so ist es nicht. Aber es ist halt auf Dauer einfach. Es ist halt noch nicht weit genug. Ich würde die neuen Generationen kaufen, wenn dann. Blahatopi. Dankeschön. Blahatopi, dankeschön. Meinst du die Debauchery? Ja! Aber ich kann es nicht schreiben, ich bin zu blöd dafür. Ich habe noch irgendwo eine Platte von denen rumfliegen, aber. Warte, ist das die richtige Band? Doch, ich glaube schon, dass es die richtige ist. Oder? Hier, das Album habe ich gehabt. Death Metal. Sherman's Next Death Metal. Genau, das war das, was ich hatte. Und ich habe die auch schon live gesehen. Ich hab sogar mit dem Sänger schon ein paar Mal gequatscht. Damals in der Disco noch, der ist mal in der Disco aufgetreten, in der ich war. Richtig coole Dudes sind das, ey. Und das war ja ein Lehrer irgendwie. Der Sänger von Debauchery war ja irgendwie ein Lehrer, der dann entscheiden musste, weil er Metal halt macht, musste er halt entscheiden, irgendwann, ob er jetzt weiter seine Musik macht oder ob er sein Lehramt weitermachen will. War richtig geil. Und man braucht ja auch noch Geräte, die man koppeln kann. Braucht man nicht. Mit dem Echo kannst du schon genug Zeug machen. Solange du eine Anlage mit Bluetooth hast,
oder mit, nicht mit USB, sondern mit AUX-Anschluss, reicht der kleine Echo Dot, um deine Musik zu wünschen. Solange die Anlage an ist, ist es kein Thema. Und mit dem Echo Show kann man sogar sich direkt über Bluetooth verbinden, das springt in meinem Fall sogar die Anlage an. Das war eine geile Band, Alter. Gibt's die eigentlich noch? Machen die noch was? Sind wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr so underground wie früher. Die waren schon in, was in ein, zwei Dokus zu sehen. Sind auch schon etwas bekannter. Ja, ich kannte die noch von Anfang. Also ich kenne die noch von Anfang an. Genau wie bei Heidevolk war es auch bei Disturbed, genau. Genau wie bei Heidevolk war es auch bei Debauchery. Die habe ich damals in der gleichen Disco kennengelernt. Ich habe für die sogar schon, in der Disco, wo ich immer war, habe ich ab und zu mal ausgeholfen, damals so als Gast, als Kumpel vom Chef, ein bisschen ausgeholfen, war sau cool. Und da habe ich habe für die schon ihr Schlagzeug geschleppt. Das ist sau lustig. Rainer, schönen Abend dir noch. Ich hau mich jetzt hin. Die warme Wanne. Bis bald. Was? In die warme Wanne. Bis bald. Hau rein. Schönen Abend dir noch. Tschüss. Schalt es an, ja. Nein, ich spiele kein Fortnite. Kennst du Gruesome aus den USA? Nein, sagt mir gar nichts. Tut mir leid. Wie gesagt, ich bin schon seit ein, zwei Jahren nicht mehr richtig in der Metal-Szene drinnen, weil ich mich da ein bisschen zurückgezogen habe wegen den ganzen Hatern. Weil da viele aus der Szene nicht ganz so begeistert davon waren, was ich mache. Und ich mich deswegen zurückgezogen habe. Rainer, schönen Abend dir noch. Also warten wir schon. Wie findest du Hollywood Undead? Oh, Hollywood Undead habe ich auch lange nicht mehr gehört. Müsste ich mal wieder reinhören. Keine Ahnung. Kann ich im Moment nichts sagen. Ich habe jetzt von dem nichts im Kopf gerade. Aber ich glaube, die waren aber ziemlich geil. Also ich glaube, die haben mir gefallen. Atemlos durch die Nacht. Ja. Nein. Gehört habe, das war, als ich die live gehört habe mit dem Album, das war damals zu dem Album. Ich glaube, ich habe noch irgendwo einen Sticker von denen rumfliegen. Ich muss mal, wo habe ich denn den? Ich habe den irgendwo aufgeklebt. Ich hab, glaube ich, 2 Dutzend von den Aufklebern gehabt. Muss auch mal schauen, ob ich noch irgendwo einen Debauchery-Aufkleber rumfliegen habe. Irgendwo habe ich einen.
Den habe ich irgendwo mal kleben gehabt, auch von dem, Germans Next Death Metal. Also von genau diesem, auch von dem Logo und alles. Da hatte ich einen damals rumfliegen. Aber ich habe beim besten Willen keine Ahnung mehr, wo ich die hingebappt habe. Irgendwo ist irgendwo bappt einer. Nur weil andere spinnen. Was? Bei anderen Spinnen? Was ist denn ein Spinnen? Hollywood Undead war früher echt geil. Wieso früher? Naja, gut. Zurückziehen ist die eine Sache. Man kann ja trotzdem über Internet und Zeitschriften am Ball bleiben. Aber traurig, dass du so reagieren musst. Du weißt schon, was du, mit wem du redest. Na, danke. Hallo Melody. Du weißt schon, mit wem du redest, na, was Zeitschriften und Recherche im Internet angeht, oder? Also, ich meine nur. Ja, ich meine ja nur. Stimmt, Zombie Blitzkrieg war ja von denen, Alter. Stimmt ja. Alter, hab ich lange überlegt, von welcher Band Zombie Blitzkrieg war. Neulich habe ich das mal spielen wollen, da ist mir der Name nochmal eingefallen. Oh, geil. Ah, jetzt. Yes. Na, alles gut bei dir, bei euch. Bei mir geht's so, mein Tag war bescheiden. Aber ansonsten geht's. Hast du vor, deine Haare wieder richtig lang wachsen zu lassen? Dazu werde ich nichts sagen, weil ich dazu schon ungefähr 2 Milliarden Mal meine Antwort gegeben habe. Und es langweilt. Naja, verstehe jetzt nicht, was deine Internetbekanntheit mit... Was? Pass auf. Ich habe das Problem, dass ich mich grundsätzlich nicht viel informiere. Die meisten Informationen über neue Bands, über neue Musik, über neue Künstler im Metal-Bereich habe ich immer aus der Hand anderer, wenn ich mit denen auf Festivals, auf Musik, auf Konzerten oder in der Disco war. Von sogenannten Freunden. Da ich aber, seit ich mich zurückgezogen habe, mit meinen Freunden so gut wie nichts mehr unternehme und sich viele auch wegen dem Hate von mir abgewendet oder zurückgezogen haben, je nachdem welche Person es ist, alles damit zu tun, dass ich mich alleine nicht darüber informiere, weil ich dafür zum einen zu faul bin, zum anderen das immer wieder vergesse und zum nächsten dann auch momentan viel mit meinem eigenen Zeug zu tun habe, weswegen ich generell nicht viel informiere. Ich habe auch, seit ich auch mit ein paar bestimmten Leuten nicht mehr rumhänge, habe ich auch mit Videospielen komplett den Blick verloren und kriege nur das Wenige mit, was ich von anderen YouTubern oder Streamern sehe oder mitbekomme. Die einzige Ausnahme, wo ich mich über informiert habe in den letzten paar Monaten, oder generell in den letzten paar Jahren, das war über das neue Zelda, das ja mittlerweile schon raus ist, und über, warte, mir fällt der Name nicht ein, und über Dark Souls 3. Und Dark Souls 3 kommt jetzt im November raus, das steht schon auf meiner Liste. Eigentlich hätte ich ganz gerne meine neue Grafikkarte bis November, weil ich würde nämlich eigentlich gerne das neue Dark Souls Let's Play. Alter, die Matte ist so lang schon, ne? Meine Haare sind echt mittlerweile so unverschämt lang geworden. Ja, sind immer noch nicht ganz so lang, leider. Scheißdreck. So, geil, Dark Souls. Ich liebe das Spiel. Mega, es kommt ein dritter Teil raus jetzt im November.
Ja, warte, ich schau mal nach. Gibt es dafür schon ein neues Release-Datum, ein richtiges Release? Es gab bisher nämlich kein Release-Datum. Es gab nur die Info, dass es im November rauskommen soll. Aber ich bin eh gerade im Steam eingeloggt, dann schaue ich mal kurz in die Watchlist. Watchlist! Öffne dich, bis auf. Wartet mal, wo ist es denn? Dark Souls, The Long Dark. Hä? Warum habe ich immer noch... Wieso habe ich Saints Row noch in der Liste? Ah, das ist irgendeine DLC wahrscheinlich. Fear Days of Night. Achso. Dark Souls, wo ist es denn? Dungeons 3 hat ein Halloween-Event. Okay. Hier, Dark Souls. 27. November, also Ende November. Habe ich noch ein bisschen Zeit. Ende November kommt jetzt was. Also genau, naja, genau in einem Monat. Wann ist ja der 27. Also, wenn du Lust hast, kannst du dir auf Steam gleich einmal... ziehen. Ich freue mich auf das neue Kingdom Hearts. Oh, Kingdom Hearts habe ich nur einen Teil gespielt und schon der hat mir nicht so gefallen, muss ich sagen. Ist Benedikt wieder da? Ja, schaut so aus. Ja, cool, mache ich dann. Alles klar, weißt du Bescheid? Und es waren, wie gesagt, wirklich die einzigen wenigen Sachen. Und Darksiders war ja tatsächlich sogar eher Zufall. Darksiders war auch Zufall, dass ich mir das angeschaut habe. Weil ich habe da vor ein paar Monaten, Anfang des Jahres, habe ich da ein Let's Play gemacht auf YouTube. Nicht auf YouTube, auf Twitch. Habe ich da einen Stream gemacht. Und auf meinem damaligen Twitch-Account. Und da ist mir während des Streams dann aufgefallen, ich könnte eigentlich mal nachschauen auf Steam und so. Und habe dann nochmal nachgeguckt wegen irgendwas, ich glaube wegen dem Preis vom Zweier, weil die Leute gefragt haben. Dann ist mir aufgefallen, dass eben der Dreier rauskommt bald. Weil da ist mir Darksiders 3 angezeigt worden. Und seitdem habe ich in der Wunschliste. Jetzt war ich schon seit Ewigkeit drauf. Richtig geile Band. Ich habe aber Lust auf was anderes und zwar oh Gott, wartet, wie heißt die Band jetzt wieder? Verdammt. Das muss ich überlegen, scheiße. Bin ich jetzt bescheuert? Rhapsody of Fire. Eines meiner absoluten Lieblingslieder und Bands. Also eine meiner absoluten Lieblingsbands. Rhapsody of Fire, Symphony of It. Was? Enchanted Land. So eine geile Band. It was a good time. It's a good time. Creatures of here. But fate decreed that the dark prophecy of a demon knight could bring a tragic end to those things. Scarring their lives for them. Scheiße. Ah, JBO ist auch geil, ja. Das ist so eine geile Band. Rhapsody of Fire. Jetzt habe ich so eine komische Akustik wegen dem blöden Hut. Shortly before his defeat in the last primordial wars between the heavens and hell, the evil son of the hell god, Kron, known as Necron, drew to his lair in the underworld. There, sensing his impending death, he inscribed a testament of pure evil in 7 black books. One by one, 6 of these books were discovered throughout the ages. However,
the seventh, last, and most terrible of all, contained the secret of his resurrection. He commanded seven immortal demons to carry out his dark plan, but they were turned into stone by the angels of the crystal realms. And so his dreams slept with them until a time came when the forces of evil would usurp Peter. Necron would rule in the unholy name of cosmic chaos, and this time he would reign supreme. So eine geile Band. Rhapsody of Fire ist eine richtig geile, harte Band, ey. Habe ich Dark Souls vorhin gesagt? Kumpel hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht. Darksiders meine ich, ne? Darksiders 3. Entschuldigung, nicht Dark Souls, Darksiders. Was ist denn Darksiders geht? In Darksiders geht es in erster Linie um die apokalyptischen Reiter. Im ersten Teil geht es um den apokalyptischen Reiterkrieg. Im zweiten Teil geht es um seinen Bruder, den apokalyptischen Reiter Tod. Und jetzt im dritten geht es um Chaos, glaube ich. Also jeder der vier apokalyptischen Reiter kriegt eine Aufgabe zu der gleichen Zeit. Also die hängen auch irgendwie miteinander zusammen. Position ist viel geiler, weil ich habe viel mehr Platz, um meine Posen auszuleben. Das klingt ja geil. Mega, mega. Aber ich würde dir empfehlen, fang mit dem ersten Teil an. Weil im zweiten Teil spielst du zu einer Zeit, du hast den Reiterkrieg im ersten Teil. Der kommt am Anfang vom Spiel direkt ins Spiel rein. Du bist direkt mitten im Kampf, musst auf der Erde was schlachten und fotzen und monstern und was auch immer alles. Und hast dann aber die Situation, dass du am Ende dann von dieser ersten Sequenz weggesperrt wirst.
Und in dieser, und du wirst da ein paar hundert Jahre, oder was, 100 Jahre, glaube ich, wirst du eingesperrt. Und in diesem Zeitraum, dieser 100 Jahre, ist der apokalyptische Reiter tot auf der Suche, weil sein Bruder wurde reingelegt, der wäre eigentlich gar nicht gerufen worden. Und das ist eben der Punkt. Ist aber kein Ego, oder? Ego? Du meinst mit Ego nicht Ego-Shooter, oder? Nein, das ist ein Hack and Slay. Das ist kein Ego-Shooter. Das spielt doch mittelalterlich quasi. Mit Axt, mit Schwert, mit Peitsche. Also Schwert ist der Krieg. Schwert ist Krieg. Sense ist Tod. Und Peitsche ist die Furie. Also die, das Chaos ist die Peitsche. Das ist kein Ego-Shooter, um Gottes Willen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob man richtige Fernkampfwaffen... Hat man da überhaupt Fernkampfwaffen? Ja doch, klar, man hat das Shuriken hat man. Aber das kriegt man erst später im Spiel. Das kriegt man erst bei Tier... Kriegt man das bei Tiamat? Ich glaube schon, ne? Ja. Hat man bei Tiamat im Tempel gekriegt. Also beim ersten Bossgegner eigentlich. Richtig geil, ey. Im ersten Teil spielst du Krieg, im zweiten Teil spielst du Tod. Tod spielst du im zweiten Teil zu dem Zeitpunkt. Also wie gesagt, Krieg wurde ja etwa ein Jahrhundert eingesperrt und dann geht das Spiel quasi richtig los im ersten Teil. Und in diesen 100 Jahren, in denen er eingesperrt ist, spielt der zweite Teil. Und da versucht er... Und in der Zeit versucht Tod herauszufinden, wie sein Bruder reingelegt wurde. Und versucht diesen Verrat, dieses Reinlegen zu überlegen. Das war auch etwas Zelda-artig. Das war auch etwas Zelda-artig mit Dungeons. Ich glaube nicht, dass man das mit Dungeons, mit Zelda vergleichen kann. Zelda ist ein Adventure und das ist ein Hack and Slay. Das ist schon irgendwas anderes. Vor allem blutiger und alles. So, das war... Was? Das war auch etwas Zelda-artig, nein. Grüße mit... Was? Grüße mal bitte... Grüße eigentlich ungern, Leute. Alexa, zeig mir die Einfahrt. So Leute, wir werden aber den Stream auch gleich mal beenden, denke ich. Ein Lied hören wir uns noch an von Rhapsody und dann werde ich den Stream beenden, weil ich muss noch ein paar Sachen erledigen, unter anderem noch einen Kumpel Bescheid geben, mit dem ich noch quatschen muss. Ich weiß nicht, ob ich den noch erwische, bevor der Penning geht, weil ich schauen muss, ob ich das mit meinem blöden Programm irgendwie hinkriege und der kennt sich da besser aus als ich. So, grüße mal bitte Dominik. Achso, habe ich ja schon gesagt. Auf jeden Fall Grüße an den Dominik, wie auch immer. So. Wie gesagt, ich grüße eigentlich immer ungern, Leute. Das ist immer wenigstens so eine Sache. Alles klar, Dario. Ich wollte nur sagen, die Lieder haben übrigens eine ganz schöne Länge in dem Album. Rhapsody ist eine ziemlich langspielige Band. Die haben teilweise, ich glaube, die haben kaum Lieder unter 7 Minuten.
glaube, die hatten mal sogar zeitlang gar keine Lieder unter 10 Minuten. Ich glaube, das ist sogar noch eins dieser Alben. So, ich hätte jetzt so gerne Sugarbongs. Manu, tut mir leid. Dir noch, Rainer. Alles klar, hau rein. Boah, bloß bin ich den Begriff Ehrenmann bei mir nicht. Wenn ich mir so anschaue, was die Leute heutzutage so als Ehrenmann bezeichnen, das ist eher eine Strafe, als eine freundliche Tat, jemanden so zu nennen. Stimmt es, dass du Regenbogen magst? Nein. Es stimmt, dass ich Regen mag. Und das Geräusch von Regen. Oder Blitz und Donner, Gewitter, Stürme, sowas mag ich. Weil ich die Natur dafür bewundere, was für Kräfte sie entfalten kann. Ich mag dich nicht mehr. Alles klar, tschüss. Wir sehen uns im nächsten Leben. Momo, was zur Hölle? Alles klar, danke für die 50 Likes. Was machst du heute Abend noch? Mal abgesehen, mal überlegen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Zu subtil? Nee, Spaß. Ich muss heute noch die zwei Parts von Miss Survival aufnehmen. Nicht aufnehmen, sondern bearbeiten und hochladen. Die sollen eigentlich morgen übermorgen kommen. Guaranguanter mag sogar das RBS. Was? Was ist denn ein RBS? Droche! Yeah! Was zum... Hä? Hab ich das verpasst? Was machst du heute Abend noch? Hatte ich schon. Und wie geht's mit dem Buch voran? Mit dem Buch? Ja, wie gesagt... Eigentlich müsste ich mehr dran arbeiten, aber irgendwie habe ich die Motivation verloren gerade. So, das ist ja Scheißwetter, hatte ich das gewusst. Wie ist Scheißwetter das gewusst, ne? So Leute, das war das letzte Lied für heute im Stream. Rhapsody of Fire ist eine geile Band, schaut es euch mal an. Eine schöne Symphonic Metal Band. Wobei es eher eine Symphonic Power Metal Band ist. Aber richtig geil auf jeden Fall. Solltet ihr euch mal anschauen, falls ihr Bock auf sowas habt. Ist halt immer sehr melodisch, immer sehr... ich will immer nicht Kirche sagen, weil es passt zum Metal auch nicht. Es ist immer ein bisschen so in diesem kirchenähnlichen Gesang, in diesem so... Oh, in diesem Stil halt gehalten, ähnlich wie Innomine auch. Innomine, ja, habe ich richtig gesagt, weil Enigma ist jetzt angegangen. Also es ist auch ein bisschen so, wobei Enigma da auch eigentlich reinkommt. Ne, Innomine war das. Enigma, ne doch, Enigma war das, passt schon.
Egal. Auf jeden Fall passt es dann so. Was sagst du zu Montana Black 88? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, auf was du dich gerade beziehst. Monte hat viele Situationen und Sachen. Ich habe nicht wirklich was mitbekommen. Ich weiß, dass er bei News irgendwie einen Auftritt hatte, aber das war auch schon alles eigentlich. Und ich habe das auch nicht angeschaut. Ich habe es mal kurz reingeschaut, das Video, das war's aber. So, jetzt erstmal Bier. Herzlichen Glückwunsch. Wünsche ich dir Fisch mit meinen Leuten, denen es schlechter geht und die eure Hilfe brauchen können. Ciao. Spaß dabei. Ich gehe erstmal pennen. Wie auch immer. Ich gehe erstmal off. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Haut rein. Bis dahin, euer Drache. Und ciao. Macht keinen Blödsinn, macht mir keine Schande und helft.